Das ist Janis. In letzter Zeit war er in der Schule nicht besonders zufrieden. Er ist seit einiger Zeit mit dem Schulstoff nicht mehr mitgekommen und die Schule macht ihm immer weniger Spaß. Alleine weiß er keine Lösung, bis er vom Lernrad hört. Die Schulsozialarbeiterin erklärt ihm, wie der Lernrad funktioniert und bietet ihm an, das Verfahren zu organisieren und zu moderieren. Janis gefällt die Idee und er sagt zu. Danach bespricht er mit der Schulsozialarbeiterin, was er gerne verändern möchte und wer ihn dabei am besten unterstützen könnte. Die Schulsozialarbeiterin spricht mit allen von Janis vorgeschlagenen Leuten und vereinbart mit ihnen den Termin für den Lernrat. Dann ist es soweit. Alle sitzen zusammen, um zu überlegen, wie Janis seine Ziele erreichen kann. Janis hat 2 Mitschüler, seinen Klassenlehrer und seine Mutter eingeladen. Es gibt Getränke und was zum Naschen. Alle stellen sich vor und die Sozialarbeiterin erklärt nochmal, was gleich geschehen wird. Dass sie nur moderiert und jetzt alle gefragt sind. Es geht los. Zuerst dürfen alle aufschreiben, was Janis besonders gut kann, was er für Stärken hat, was er besonders gerne macht. Es wird auf Kärtchen geschrieben und mit einer kurzen Erläuterung angeheftet, so dass alle es sehen können. Jetzt schreiben alle auf, was Janis machen könnte, um seine Ziele zu erreichen. Auch hier werden wieder Karten geschrieben und mit einem kurzen Kommentar für alle sichtbar angeheftet. Es kommen viele verschiedene Ideen zusammen, die von der Moderation kurz sortiert und eingeordnet werden. Dann dürfen alle mit Klebepunkten zeigen, welche Idee sie für die wichtigste oder beste halten. Janis bekommt natürlich Punkte in einer besonderen Farbe, denn es soll schließlich auch besonders beachtet werden, was er aussucht. Die Ideen mit den meisten Punkten werden ausgewählt und nachdem klar ist, dass Janis damit auch einverstanden ist, werden die gewählten Ideen von ihm in einen kurzen Satz gefasst, der dann in den Aktionsplan übernommen wird. Nachdem so 1, 2 oder 3 Sätze entstanden sind, erarbeitet die Gruppe zu jedem Satz, was genau, wo, wann, wie, mit wem und wie lange gemacht wird. Dabei achtet die Moderation genau darauf, ob Janis sich das alles auch so vorstellen kann. Hier wird viel und genau nachgefragt und durchdacht. Doch am Ende hat Janis einen genauen, realistischen und auf ihn zugeschnittenen Plan und Unterstützung zum Erreichen seiner Ziele. Der Plan wird von allen unterschrieben und auch allen mit nach Hause gegeben, damit niemand seine Rolle in Janis Plan vergisst. Es gibt nämlich für jedes Ziel noch einen Tutor oder eine Tutorin, der oder die Janis bei der Umsetzung eines bestimmten Zieles begleitet. Darüber hinaus spricht auch die Schulsozialarbeiterin nach dem Lernrat regelmäßig mit Janis und verändert, wenn es sein muss, mit ihm Kleinigkeiten am Plan. Das kann so gehen, bis Janis seine Ziele erreicht hat und einen Abschlussrat machen will, oder wenn vieles anders läuft als geplant und Janis unzufrieden ist, können bis zu 2 weitere Lernräte gemacht werden.